Nyasa heißt Verehrung, Darbringung. Es gibt mehrere Handlungen, die als Nyasa bezeichnet wird. Zum einen heißt es, sich niederwerfen. Also zum Beispiel gerade in Südindien ist es üblich, dass man nicht nur wie in Nordindien sich verneigt, da gibt es ja verschiedene, also das Namaste ist dieses hier. Und dann kann man sich auch weiter verneigen, so. Das geht aber, das ist dann eine weitere Form, gibt auch dafür einen Namen. Und dann aber Nyasa heißt das vollständige auf dem Boden werfen und von Kopf bis Fuß praktisch den Boden berühren. Das heißt, ich bringe mich dir vollständig da. Dann kann man auch die Hände so zusammengeben. Auch eine Form von Nyasa. Dann gibt es auch Nyasa während einer Puja. Es gibt einen bestimmten Abschnitt der Puja, wo man seinen eigenen Körper darbringt und Gott dort anruft. Bei Yoga Vidya haben wir eine bestimmte Abfolge der Puja. Es beginnt mit Om, dann folgt Achmanyam, Reinigung, dann folgt Tilaka, Auftragen der heiligen Pulver, dann folgt Avahana, Anrufung, Invokation und dann folgt schon Achanam und dann folgt das Schmücken, dann Alankara, dann folgt danach Naivedya und schließlich dies Mangalam, Wohlwollenswünsche und Arati. Es gibt noch zusätzliche weitere Schritte in einer Puja, die eine ausgefallenere Puja haben kann. Und dazu gehört zum Beispiel Nyasa. Nyasa macht man dann am Anfang der Puja und man ruft Gott auch in den Körperteilen an. Das kann man mit bestimmten Mantras machen und dann ruft man Gott in der Hände an, in den Unterarm, in den Oberarm, in den Schultern, in der Nase, in der Stirn, überall. Letztlich lässt man den Körper vollständig von Gott regieren. Auf eine gewisse Weise ist das ja sowieso schon so. Nicht du existierst, sondern Gott existiert in dir. Nicht du praktizierst, sondern Gott spielt Sadhana Lila. Gott wirkt durch dich. Mit Nyasa kannst du dir dessen bewusst werden. Du kannst bewusst einzelne Körperteile da bringen. Auf eine gewisse Weise ist die erste Strophe am Ende des Arati, bei den Versen der Hingabe, ist eine Form von Nyasa, wo man sagt, oh Gott, Twameva, du allein bist mein Körper, du allein bist meine Sprache und so weiter. Und was auch immer ich tue mit meinem Körper, mit meiner Sprache, mit meinen Emotionen, mit meinem Gefühl, meiner Natur, meinem Selbst, all meinem Besitztümer, das bringe ich dir dar. Das ist auch eine Form von Nyasa, die wir in unserer Tradition machen. Nyasa, Darbringung, man bringt sich vollständig dar, sei es eben über eine Verneigung, sei es im Sinne von einer Puja, wo man zu Anfang der Puja die einzelnen Körperteile Gott darbringt und Gott in den einzelnen Körperteile anruft, oder auch, indem man zu Anfang des Tages oder Ende des Tages sagt, was auch immer ich heute tue, das bringe ich dir dar. Was auch immer ich habe, das bist du. Und was auch immer ich heute getan habe, das bringe ich dir da. Nyasa, darbringen. Nyasa, hingeben.